Hey, ihr draugenhaften Menschen, willkommen zurück zu Draugen. Es geht weiter mit Tag 2. Erstmal schön, dass ihr dabei seid und cool auch, dass ihr so viele Kommentare geschrieben habt und eure Theorien geäußert habt. Manche stimmen mir zu, manche haben wieder ganz andere Theorien. Ist schon wieder ein bisschen was, was zum Denken anregt. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. I will find you again. Und ich finde, die Sprachausgabe ist einfach nur fantastisch, Leute. Teddy, come outside. It's a beautiful day. Ja, aber wo sind die Leute? Ich meine, sie tollt da draußen schon wieder rum. Sie ist ein bisschen sehr krass aufgeweckt, oder? Wo sind die ganzen Leute? Oh, es sieht echt fantastisch aus. Guckt euch das mal an. Oh, was für ein schönes Wetter draußen. Und die Berge. Und oh, ich will nach Norwegen ziehen, Leute. Oder zumindest so in die Richtung nach Schweden. Super, super schön. Ist immer noch keiner da? Ey, das gibt's doch nicht. Da ist doch irgendwas faul, Leute. Der Brief ist halb verbrannt. Warum kann ich denn nicht selber jetzt irgendwas hier erforschen? So, die Pfeife. Ich will jetzt noch nicht raus zu Lizzie. Ich will erstmal hier oben noch ein bisschen schauen. Ich meine, man macht es zwar nicht, habe ich ja schon gesagt, das gehört sich nicht hier offensichtlich, aber es ist halt echt keiner da und die wissen eigentlich, dass wir kommen. Da muss irgendwas geschehen sein. Wie, ich kann das nicht lesen. Ich kann Norwegisch oder was? Oh, ich kann spielen. Der Draugenwalz. Der halt einfach mal spielen kann. Und aus. Könnt ihr auch Noten lesen? Habt ihr ein Instrument schon mal gespielt? Also ich kann Instrumente spielen. Ich kann Bass spielen, ich kann Trompete spielen, ich kann Tenorhorn spielen. So Sachen halt. Aber Klavier gehört leider nicht dazu, zu den Instrumenten, die ich beherrsche, weil das wäre auch mal sehr interessant. Ja gut, Xylophon kann ich auch noch, Blockflöte, sowas. Aber leider nichts, was so klassisch ist, so wie Geige oder Klavier oder Gitarre. Ich meine, Bass ist auch nicht wie Gitarre spielen, aber es ist schon cool, glaube ich. Wenn man das könnte, ich würde das gerne können. So, das Kinderzimmer. Es ist halt niemand da und schon wieder eine Pfeife hier. Oh. Abgeschlossen. Irgendwas ist hier vorgefallen. Ich glaube nicht, dass es was Gutes ist, oder? Oh, Jesus wohnt hier. Ist echt schon ein großes Haus, aber auch ein bisschen wenig eingerichtet. So minimalistisch. Na gut, komm, wir gehen mal zu Lizzie. Sonst gibt die keine Ruhe. Oh, guck mal. Ah, diese Aussicht. Ich dreh am Rad. Das ist da die Kirche, die ist aber ganz schön weit weg. Boah, Kinder, hier ist das Leben noch in Ordnung. Wahrscheinlich haben die besseres WLAN als unser eins. In Deutschland, Österreich, Schweiz, sowas. Hundertprozentig, sage ich euch. In Schweden war es zumindest so. I was looking around the house. So we're okay with that now? Noted. Sleep well? I dreamed of Betty. She was in the garden, and she called for me. How about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's Mistwalker. I've been thinking about that. I'd just woken up. I was groggy and the mist was thick as pea soup. I don't know if I saw
what I thought I saw. You were chasing a ghost? I didn't get a good look. I'm not even sure there was anyone there. Well, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts. Or goats. What was it you said yesterday? Maybe they're keeping an eye on us from out in the fjord. I'll take a gander. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know it. I feel it. If you say so, Teddy Bear. Have you had your noodle juice yet? I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a pill without your tea and toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry. First point on the agenda. Find the natives. A mission! Hot dog! I'll scout ahead. I'll meet you down by those houses. Uncover your secret. Die ist echt pfiffig. Ich mag sie irgendwie. Ah, entdecken wir deine Geheimnisse, Gravik. Schön, dass er alles mitzeichnet. Oh, ist das toll, Leute. Mir gefällt das gerade richtig gut. Schön. Auch wenn es wahrscheinlich einen ganz traurigen Hintergrund haben wird. Und ich habe ja schon die Theorie gelesen von euch, dass zum Beispiel... Wahrscheinlich ist Betty schon längst tot und er versucht das zu verarbeiten. Oder vielleicht das wirklich das, was ich sagte, dass Lizzie Betty ist in ihren jüngeren Jahren und er sie sich so zurechtrückt in die Erinnerung. Oder vielleicht auch, dass sie alle schon tot sind. Wer weiß. Es ist total spannend. Also... Ich mag sowas und ich stimme euch dazu, ich mag auch Walking-Simulatoren, also wenn man einfach nur rumläuft und Sachen erlebt, so wie What Remains of Edith Finch oder was ich auch gespielt habe, wie heißt das nochmal? Dear Esther war fantastisch, das habe ich sogar auf Deutsch übersetzt, das war damals noch komplett auf Englisch, ich weiß nicht, ob es Sinn gegeben hat, was ich da übersetzt habe, aber es war echt toll. Es war so traumhaft und schön und am Ende war es alles so ein bisschen... Bisschen, weiß ich nicht, zeichnen? Ah. Es war alles so ein bisschen so Meta, also... Ich will nichts verraten. Schaut es euch mal an, ich glaube, das gibt es mittlerweile kostenlos. Muss ich jetzt warten, bis er fertig ist, oder? Nee. Ich dachte schon. Ich genieße jetzt mal den Augenblick mit euch. Das ist ja schön. Oh, da haben wir den Brief. Alles klar, Rohr. Wir gehen mal weiter gucken. Jetzt hier so ein bisschen uns umschauen, das gehört halt dazu. Ich will jetzt nicht weiter hier alles ganz schnell abarbeiten. Schön hier. Guckt euch das mal an. Das ist so... Das ist eigentlich schon zu schön, um wahr zu sein. Oh, wir können hier nicht weitergehen. Wahrscheinlich ist die Kirche erst später zugänglich. Da wird vielleicht dann alles so ein bisschen aufgeklärt. Wer weiß. Vielleicht ist das ja auch alles gar nicht... Vielleicht sind wir ja auch schon tot, weißt du? Vielleicht sind die beiden ja schon bei der Bootsüberfahrt gestorben. Weißt du, wo? Ah. Hey, eyes up here. Ja, warte doch mal. Was? Verräter? Verräter? Kann man jetzt wahrscheinlich besser lesen, wenn man Deutscher ist und kein Englischsprachiger. Ja, ich habe dich ja schon gesehen. Such a beautiful day. You could bottle and sell this air in Boston. It's frankly medicinal. Das glaube ich aber auch. It's chilly. That's all you have to say? It's chilly? You're not cold. Why would I be? I thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point. Like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Did you check those buildings? Knocking on doors isn't a scout's job, old bean. Ich mag ihre Stimme total gerne. Und ganz ehrlich, diese Antwort eben, warum sollte es mir kalt sein, habt ihr gehört? Oder habt ihr gelesen? Oh, guck mal, wie toll, diese God Rays. Das lässt mich schon vermuten, dass sie nicht am Leben ist. There must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? Nee, noch nicht. Where are you going? Die Häuser checken? Na gut, da oben ist nur die Scheune. Oh, guck mal, das ist auch das größte Haus hier. Das größte. Teddy, where are you going? Lizzie. Lass Teddy mal machen.
Der Papa macht das gut. Lass es mal den Teddy machen. Hello? Oh. Anyone here? Why, hello, Mr. American. Please come in for a cup of tea and biscuit. No one home? There must be someone around. Only one way to find out, sport. Hello? What? Who's there? Der Verräter ist nicht da, aber die Tür war auf. Wette, das heißt Verräter. Anyone home? Wetten wir gleich, ist wieder durch Geisterhand Lizzie auch hier drin? Nee? Okay. Gruselig. Warum Verräter? Wen oder was könnte der verraten haben? Gibt nur ihren Handstand. It was just the wind, Teddy Bear. You're as skittish as a pussycat. There's one more house. Third time's the charm. Skittish as a pussycat. Ist eigentlich das in Australien Pussy sowas heißt wie du bist voll der liebe Kerl? Und in Amerika heißt es, du bist voll das Weichei, du Pussy. Und im Englischen heißt es, glaube ich, nur Soft Touch. You're a soft touch. Da ist man auch so ein Weichei, so ein ganz zarter Kerl. Unless they're playing hide and go seek, I'd say. Three strikes, you're out. I don't think anyone's been home for a while. Oh. Someone halten, halten, halten. Traitor on one of the doors. Still think everyone's out fishing? I still don't understand what happened to the boat. Why don't we investigate? Maybe it's even drifted back to shore by now. Unlikely. But I would like to know how it got unmoored. Well, it's a bright and beautiful day, and we have nothing better to do. Allerdings, what on earth are you doing? Handstands, Teddy. My record is 2 minutes. I'm working on 3. Just go on ahead. I'll catch up. Nicht schlecht, so sie kann das gut. Auch noch ein Fakt über mich: Ich habe mal Leichtathletiktraining gemacht. Auch wenn man es heute nicht mehr glauben mag. Aber ich konnte das alles. Ich konnte Handstand, Handstandüberschlag, ein Rad. Ich war sehr gelenkig. Heute gar nicht mehr. Da war ich aber auch, ich glaube, ich bin mit 12 ausgetreten. Dann habe ich Kampfsport gemacht. Ja, dann. Ja, das sind Fakten über mich. Man muss ja so ein bisschen hier die Zeit totschlagen. Aber gerade wenn nichts passiert, ist man ja häufig dann am freigebigsten und gibt dann am meisten von sich preis. Hatte ich auch bei Vanishing of Ethan Carter, da habe ich auch sehr viel erzählt. Ich finde das immer ganz schön, so zum Philosophieren, solche Spiele. Oh, ich möchte darunter bar, also ich möchte mich da duschen. Ist zwar wahrscheinlich arschkalt, aber das ist das sauberste Wasser. Warum machst du dich denn Wasserfall? Oh. Schön. Ich glaube, er macht das echt gerne, so ein bisschen was illustrieren hier, so nachkritzeln alles. Das muss ich mal vorstellen, heute hast du die Zeit gar nicht mehr. Du packst dein Handy aus, machst ein Foto und dann geht's weiter. Und dann postet man es vielleicht noch auf Instagram und fertig. Einfach schön. Ich finde auch diese musikalische Untermalung ist einfach nur toll. Oh, guck mal, wie gut er das malen kann. Also zeichnen. Ist der Wahnsinn. Ich wünschte, ich könnte das so gut. Ein bisschen kann ich ja malen oder zeichnen, aber das. Ich würde wetten, da vorne kann ich noch nicht weiter, oder? Ja, als wäre die Insel auf einmal ausgestorben hier. Wetten, hier ist alles zu? No trespassing for traitors. Cool. Wanna jump the gate and explore what's on the other side? Ingen Abgang vor Verräter. What do you say, old sport? The sign says no trespassing for a reason. Come on! There may be trolls, or at least more houses. Where's your sense of adventure, old sport? Don't you want to see where these tracks go? They lead to the old mine, and no. I've had enough adventure on this side of the fence. Besides, they wrote no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, Teddy Bear.
I'll wager 1,000 clams you'll jump this gate at some point, if you believe Betty's on the other side. Frederick Fretland. Who are these traitors he refers to? Also einerseits kann ich ihn verstehen. Wir sind hier nur Gast und wir wissen nicht, wer... Achso, das sind wirklich Tracks. Oh. Entschuldigung, ich habe gedacht, das wäre ein Übersetzungsfehler, aber diese Schienen, die führen wohl wirklich zur Mine, zum Tunnel. Ja, also einerseits, wie gesagt, wir sind hier Gast, wir sollten uns erstmal benehmen. Andererseits bin ich auch voll der Entdecker. Ich würde sofort über den Zaun klettern, wenn ich wüsste, da passiert nichts. Also, dass uns jemand hier aufhält und vielleicht sogar eine geladene Waffe hat. Dann kein Problem, sofort, du. Oh, ist das geil hier. Leute, 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 ist das wunderschön. Sowas kriegst du heute nur im Urlaub zu sehen, in den Alpen oder so. Wir waren ja schon bei Lias Freundin in Südtirol. Also Lia ist meine Frau, wer es nicht weiß. Und da habe ich dann auch solche Bilder hier gemacht. Allerdings auch wieder mit dem Handy, wie gesagt. Aber das sah so toll aus. Das sah halt wirklich genauso aus wie hier. Da wohnen auch nicht sehr viele Menschen in Südtirol, aber es ist so wunderschön. Einfach nur Berge und Täler und alles grün und Bergseen und das klarste Wasser, was ihr euch vorstellen könnt. So diese Gebirgsflüsse, die sind so sauber, da kannst du wirklich, die sind einen Meter tief, du kannst bis auf den Boden gucken, ohne dass sich da irgendwas, ach schön, da ist kein Dreck drin, gar nichts. Oder auch die Seen, die Bergseen, die sind so sauber. What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? Remember, I told you yesterday, there was a mine here. But it closed down 20 years ago. I know, Edward. I was just checking for a sense of humor. Still, ich hab's kapiert, er nicht. Oh, sie ist echt verspielt. Sie will jetzt balanciert sehen, da macht sie Handstand, dann klettert sie auf den Baum. Betty would have taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the garden back in Hanover, especially around the pond. Are you all right? I just miss her. Sorry, er ist ganz schön verbunden mit seiner Schwester, also er hängt sehr an seiner Schwester. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live. And this is how they received their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Ich kenn das auch, siehst du? Ich kann auch verspielt sein und zugewuchert. I don't understand why they just leave this here. Like an altar to adversity. It's creepy. Rustic superstition. Perhaps they believed it'd attract bad luck if they moved it. What did they use this for? Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring old silver? Iron ore. Or what? Rock, which contains iron deposits that... I know, okay, Edward. Also du kennst sie doch schon ein bisschen, du weißt doch, dass sie nur ironische Kommentare von sich gibt. Aha, Gravik. 12. Juli 1902. Georg Hadelstadt. Nils Frambu. Und Arne Fretland. Achso, danke übrigens. Ihr habt mir gesagt, dass diese Endung Sen, die kommt aus Norwegen. Son, also Nilsson zum Beispiel, ist aus Schweden. Und Dottyr ist mehr so Dänemark. Oder? War das Dänemark? Naja, gut. Da habe ich das verwechselt. Ich dachte, das wäre alles so in einem Land. Til Minne Om. It's a memorial. Ah. Three men died when the mine collapsed in 1902. Georg Hatlestad, Nils Frambu, Arne Fretland. See, this is what working a regular job. Did you say Fretland? The younger brother who was mentioned in the article. Was steht hier? Bis meine on the Somme mistet livet in Gruben. Gewidmet meinen Somme minet livet in Gruben. Also die in den Gruben gearbeitet haben. Ah, ein bisschen kann man es herleiten, finde ich, Norwegisch. Ich kann es halt wirklich nicht, aber ein bisschen... Wahrscheinlich können das einige von euch besser. Arne. He's just 19. How long had he been working in the mine? That's too young for a dirty job like digging the rock. Du wirst lachen. In the real world, Lissy, most teeners don't have the luxury to idle away their days with games and witty repartee. Ouch.
Ja, er hat aber recht. Das Schlimme ist ja, die haben damals auch Kinder benutzt. Also gerade Waisenkinder. Weil die hatten halt kleine Händchen, die kamen besser an die Ecken und konnten so dann die Kohle oder die Diamanten besser rauskloppen oder was auch immer die geklopft haben. Echt traurig eigentlich. Der Newspaper sagte, der Accident forced the mine to shut down. What does any of this have to do with us? I still don't know why Elizabeth came here. And you think it has something to do with this mine? Or with what it did to the village? Maybe. Ja, das war damals auch oft der Fall, dass Kinder dann verkrüppelt waren oder ja, die Hände irgendwie kaputt, die Beine kaputt oder ganz früh eine Staublunge schon. Das ist echt traurig. Kinderarbeit. Zum Glück wurde das jetzt in den meisten Teilen immerhin schon verboten der Welt. Und Wäsche haben sie auch gewaschen anscheinend. Lässt sie immer noch balancieren, Lizzie. Gibt doch nochmal Handstand. Oh, ist das unser Boot? Nee, das ist viel zu flach, oder? Und das ist viel zu lang liegt das hier schon. Ja, ich glaube wirklich, der hat es nicht richtig festgemacht, das Boot. Guck mal, es hätte ihn doch schon beim Ankommen auffallen müssen, dass hier kein einziges Boot richtig... Also hier ist das versunken, das andere ist kaputt, das hier... Ja, ist auch kaputt, offensichtlich. Teddy! Hot Dog! This is our ticket out of here! Not without Betty. Meinst du, dass Betty noch lebt? You'd have thought someone would have seen us by now. Even from out at sea. Maybe there was a spell or curse that made them all invisible. Honestly, Lissy. Or maybe we are the invisible ones. But then we would see them, wouldn't we? No, I think my original thesis is more likely. The villagers turning invisible is the more likely thesis. Do try to keep an open mind, Edward, darling. Tja. Das ist da angebunden, ja? There's no damage to the rope. I don't know what that means. Nobody cut it. I guess the knot could have unraveled on its own. Didn't you say you used a sailor's knot? I'm a scholar, not a fisherman. So, who took our boat? A ghost? I believe the tide took our boat. If you say so. But then who were you chasing after last night? A ghost? I don't know. It was probably all in my head. The weather is favorable today. I did a little dance last night. Appeasing the weather gods. Thor, in particular, was mightily impressed. Was he? Promised to back off with the thunder and lightning for a spell. And don't you know, he proposed to me. Oh, of course. But I told him I'm not into gods. I prefer jazz musicians. War sie schon Früchtchen, du. Schön, einfach hier. Also hier könnte man wirklich mal Urlaub machen, finde ich. Werde ich mal vielleicht ins Auge fassen, Norwegen. Da kann man doch ganz gut mit dem Auto hinfahren. Also, ja gut, man muss halt über Norddeutschland, muss man halt über Dänemark, über Schweden und dann nach Norwegen. Das ist schon ein ganzes Stück. Aber ansonsten Schweden, ja, wir waren in der Nähe von Ystad, so also im Süden von Schweden. Auch sehr, sehr schön. Muss man da bei Flensburg fahren, das ist glaube ich so die nördlichste Stadt an der dänischen Grenze. Aber schön. Schön, schön, schön. Na gut, ich würde es vielleicht doch nicht mit dem Auto empfehlen, wir sind über 15 Stunden gefahren. Eine Strecke. Fredland Mining Company. Aha. Wahrscheinlich Fredland and Brother oder sowas und das ist durchgestrichen. Oh, man kann es noch ein bisschen erkennen. Fredland Brothers? BR, das ist R-O-T-H. Ja, ich würde sagen, Fredland Brothers hieß das mal. Und jemand hat es durchgestrichen. Ja, warum wohl? Weil er sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Ist das Fußabdrücke? Nee, sieht nur so aus. Ja. Aber schön, es ist echt schön hier.
Leute, und um die Idylle nicht zu zerstören, indem ich jetzt einfach hier weiter rumrenne und Sachen begutachte, da geht's nämlich nächstes Mal hin, höre ich schon mal ein bisschen früher auf. Ich will die Videos nicht immer so lang werden lassen und das hier reicht eigentlich zum Entspannen, würde ich mal sagen. Ist jetzt nichts Actionhaftes, wo man dann immer dranbleiben muss. Einfach mal abschalten und entschleunigen, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, fände ich das sehr, sehr nett. Und ja, wenn ihr nichts zu schreiben habt, was euch so einfällt, würde ich mich über ein Danke freuen. Wir sehen uns wieder zu Draugen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.